Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, dass es Ihnen in Ihrem Antrag nicht um echte Aufklärung geht und Ihr Antrag in dieser Sache absolut unzureichend ist, möchte ich Ihnen anhand von drei Punkten erläutern. Erstens, Sie beweisen in dem vorliegenden Antrag eindrucksvoll, dass Ihnen das Kompetenzgefüge der Institutionen völlig egal ist, dass Sie den Bayerischen Obersten Rechnungshof mit der Aufklärung dieser Fragen beauftragen wollen, ist nichts weiter als der Versuch, eine Bundesangelegenheit auf die Landesebene zu zerren. Für die Überprüfung von Subventionen des Bundes ist der Bundesrechnungshof primär zuständig. Dieser hat sich zur Sache bereits in einem noch nicht veröffentlichten Bericht geäußert, weshalb Sie nun den nächstgreifbaren Rechnungshof zu Ihrem persönlichen Sonderermittler erklären wollen, ist deshalb nicht nachvollziehbar. Ihre Forderung ist der Versuch, die Arbeit eines unabhängigen Aufsichtsorgans in unzulässiger Weise zu politisieren. Zweitens, bereits in der Überschrift Ihres Antrags setzen Sie einen klaren Tenor. Sie wollen Subventionsbetrug aufklären, obwohl Sie noch gar nicht wissen, ob es ihn gegeben hat. Sie verbinden Ihre Vorverurteilung mit einer Pauschalschelte für ein angeblich überökonomisiertes Gesundheitssystem. In Ihrem Weltbild ist immer gleich das ganze System korrupt und fehlgeleitet. Drittens, Sie wollen klären, ob Einschränkungen des öffentlichen Lebens hätten milder ausfallen können, wenn es die von Ihnen vermuteten Manipulationen nicht gegeben hätte. Sie schütten damit wieder einmal auf die Mühlen der Verschwörungstheoretiker ausreichend Wasser, statt sachlich Politik zu betreiben. Wir als FDP-Fraktion sind dafür, über Fehlanreize, die im Rahmen der Corona-Pandemie aufgetreten sind, zu diskutieren. Wir sind dafür, Strukturschwächen, die diese Krise offengelegt hat, zu korrigieren. Wir sind dafür, politische Fehlleistungen der gewählten Regierungen zu analysieren und zu sanktionieren. Uns geht es um Aufklärung, Transparenz und wirtschaftlichen Einsatz unserer aller Steuergelder, nicht wie Ihnen um Populismus. Deshalb lehnen wir Ihren Antrag ab. Wir kommen nun zur Abstimmung. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Abstimmung soll in namentlicher Form erfolgen. Wir führen sie in der gerade bewährten Art und Weise durch. Bitte bleiben Sie an Ihren Plätzen.